Hey Leute und willkommen zu diesem kleinen neuen Video, mal wieder ein Channel-Update hier. Und wir haben ein paar Dinge zu bereden, vor allem, was kommt ab jetzt in den Streams? Bald kommt sowieso Metroid Dread raus, ist mir schon bewusst und das werde ich auch auf dem Channel bringen. Aber unabhängig davon, wie das mit Metroid Dread geht, weil ich muss entscheiden, je nachdem wie es läuft, dann ob ich es weiter nach dem Channel bringe oder ob ich es privat durchspiele. Das werden wir dann sehen, aber unabhängig davon brauchen wir mal neue Projekte, neue Singleplayer-Projekte. Und ich wollte euch ja schon eine Weile drüber abstimmen lassen und jetzt ist es soweit. Das Problem war folgendes: Ich will ein spezielles Abstimmsystem machen und das war problematisch, weil Google Forms ist ein bisschen eingeschränkt. Und was ich darum schon überlegt habe zu machen, war tatsächlich einfach wirklich selber eine eigene Website. Aber das ist auch schwer. Also was habe ich jetzt letztendlich am Ende gemacht? Ich habe auf Google Forms doch einen Weg drumherum gefunden. Und die Abstimmung ist in der Videobeschreibung, da könnt ihr schon hingehen. Aber ich möchte euch noch ganz kurz erklären, wie das Ganze funktioniert, weil es ist vielleicht erstmal verwirrend. Ihr seht alle Spiele dort zur Wahl. Und ihr seht dann an der Seite noch so erste, zweite, dritte, Punkt, 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 Wahl. Erste Wahl heißt das Spiel, was ihr am liebsten sehen würdet. Und achte Wahl heißt das Spiel, was ihr am wenigsten gerne sehen würdet. Und so geht ihr eben da durch. Also erste Wahl, das Spiel, was ihr am liebsten seht. Zweite Wahl, das, was ihr am zweitliebsten seht. Und dann ist es praktisch so, wenn eure erste Wahl nicht drankommt, dann lasst ihr stattdessen eure zweite Wahl zählen. Wenn die auch nicht drankommt, dann eure dritte Wahl und so weiter. Versteht ihr? Um es so ein bisschen fairer zu machen. Das einzige Blöde daran ist, weil ich das jetzt über diesen Umweg praktisch machen musste, also praktisch schon ein bisschen hier cheesen, werde ich wahrscheinlich ein Programm brauchen, das ich selber schreibe, was diese Daten dann automatisiert erfasst und die Ergebnisse ausrechnet, weil das ich es natürlich so nicht gescheit dann sehen kann. Also wird die Auswertung vermutlich ein bisschen länger brauchen, aber ich werde es hoffentlich im Laufe der nächsten Woche dann schaffen. Was dann andere Sachen beim Channel angeht, Remixes schiebe ich immer noch so lange vor mir weg, aber ich will eigentlich auch mal schauen, dass was kommt. Also ich arbeite, aber nicht so häufig, weil ich noch an so vielen anderen Sachen arbeite, auch Sachen, die nicht mit dem Channel zu tun haben natürlich. Aber ich will schauen, dass diesen oder nächsten Monat noch Dinge zu Remixen rauskommen. Also, bitte habt Geduld und Verständnis, auch wenn ich euch sehr lange hier auf die Warteliste gesetzt habe. Es soll irgendwann was kommen. Und dann war es eigentlich schon. Also heute kommt kein Stream, wer es auf Discord noch nicht gelesen hat. Stattdessen kommt eben dieses kleine Video, wo ich euch darüber informiere. Bitte stimmt ab in der Beschreibung. Achso, ihr müsst euch einloggen mit eurem Google-Account. Also den ihr auch auf YouTube verwendet, könnt ihr ja verwenden. Das ist einfach so ein Sicherheitsding. Ich kann nicht sehen, wer was abgestimmt hat, weil Leute es gefragt haben. Ich sehe die einzelnen Stimmen, aber ich sehe nicht, wer das abgestimmt hat. Gut. Und das wär's dann eigentlich. Ziemlich. Falls ihr noch Fragen habt, stellt sie mir in der Beschreibung. Ich werde versuchen, schnellstmöglich zu antworten. Und dann bin ich jetzt mal weg, wählen gehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns dann wahrscheinlich am Samstag wieder zu Mario Maker. Und ja, macht's gut. Bis bald. Und danke fürs Zuschauen natürlich. Achso, Twitter, Discord in der Videobeschreibung. Na, ihr wisst wie immer. Also macht's gut, bis bald und bye.